Und wo geht's jetzt denn? Ach, hier ist nochmal so ein drauf Stell- und Fahrteil. Hurra! Ich glaube, das war jetzt das Ding direkt vor dem Goal-Ring, wenn ich mich erinnere. Danach dürfte das Level 1 so eigentlich eigentlich beendet sein, das wollte ich sagen. Gut. Nach oben durch den Loop! Wow! Und hier ganz viele Sachen anvisieren. Und hier ganz viele Sachen anvisieren. Und hier ganz viele Sachen anvisieren. Und hier ganz. Wow. Ganz viele Sachen anvisieren. Und hier etwas anvisieren. Extreme! Was ist denn dahinter? Ich schieße einfach mal hin. Ach, das war dieses Bora-Dingens. Krieg hier! Krieg hier schon! Komm schon, was passiert da nicht? Kann das Ding mich überhaupt erwischen? Hä? Keine Ahnung. Na, hat wohl geklappt. Go Ring! Hooray! Josh. Ja, finde ich auch, dass das voll Josh ist, Eggman, Mann. 41.000 Score-Punkte, das reicht definitiv für nix. Was? That wasn't so difficult. Was? Rang C? Ich hätte nicht gedacht, dass ich in Rang C schaffe in dem Level. Vor allem mit so wenig Punkten. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand für den Hard Mode im Rang A 120.000 Punkte brauchte. Deshalb hat es mich gerade gewundert. Ark, Forschungslabor. Cannon Countdown, 33 Minuten. Why do they always leave a sweet little innocent girl like me alone? Well, well, young lady. Is there something I can help you with? Dr. Eggman! Dr. Eggman! You will tell me where Sonic and Tails are. Ja, jetzt sind sie plötzlich da. Jetzt kommt der Hauptdarsteller des Spiels mit einem grimmigen Blick. Einem seriösen Ausdruck. Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really care for her. Das hört er auch nicht und er merkt auch nicht, dass du gerade irgendwas sagst und dann tälst du nichts. Das merkt alles Eggman nicht, nee. Dummer Sonic. Und dann macht er ein sehr verschwörerisches Grinsen. Gibt auch noch eine sarkastische Bemerkung von sich und erwartet dann nicht dass er nicht entdeckt wird. Wow. Ja, wow. Ich gebe dir gleich wow. Ja, scheint wohl, dass Eggman doch ein bisschen schlauer ist wie, wie unsere blauen und gelben Freunde hier. Oh. Farewell, Sonic the Hedgehog. Ich hab mich immer noch, wieso, Sonics Kapsel keinen anständigen Explosionssound von sich gibt. Ach ja, jetzt können wir gegen Tails kämpfen. I won't give up! Ja, dann gib mal nicht ab, Tails. Gib nicht ab und besiege Dr. Eggman! Also Eggman jetzt immer noch nicht Amy töten. Ich will Amy töten, ich will nicht Tails töten, ey. Mann, wenn man schon böse ist, dann muss man sich auch böse verhalten. Ohne Spaß, ey. Wow. Power Laser? Nein, nicht Power Laser, boy. Nicht Power Laser jetzt machen, Tails. Nicht Power Laser machen. Danke, gut. Geht doch. Uff. Ich hasse diese Kämpfe. Das ist so glückabhängig. Das ist echt
Wäre ich jetzt nicht jedes Mal so nah an ihm dran gestanden, als er seinen Laser gemacht hat, wäre ich tot gewesen. Weil der ihn einfach so schnell umhaut. Arc Zentrum. Ken Countdown 21 Minuten 7 Sekunden. I guess he was just a regular hedgehog after all. Legend has it, when all seven Chaos Emeralds are collected, the power creates a miracle. I have six of them. They're mine. All mine. I don't think so. Shadow. So that was your plan from the very beginning. Or was it a direct order from the president? Now I know who you are. You're that government spy, Rouge the Bat, aren't you? Oh ja, wenn sie so bekannt ist. So you did your homework, is that it? I would say that's an invasion of privacy. I can say the same thing about you. Looks like things aren't quite going your way. But if my job is done, I thought it was time to take what's mine and get out of this place. You are one pathetic creature. Locus talking. What about you? Here are the results of the research project called the Ultimate Life Form. But if this picture is of the real ultimate life form named Shadow, then exactly who or what is standing in front of me? So, so? This is Dr. Enfan. I have found all seven Chaos Emeralds. Someone is trying to get that Eclipse cannon. There's not much time left before the cannon fires again. Can you get over there? If you want to live, leave the Chaos Emeralds where they are. The fake emerald is good enough for you. Do you actually believe that you're the real Shadow? No doubt. Even your memories might not be real, you know? Even if my memories are not real, it's still me, Shadow. And I will fulfill my promise to Maria. Ja, das erzählt er jetzt auch jedem. Oh. Alter. Jetzt, wo ich das Spiel mal wieder spiele, fällt mir erst auf, wie wenig durchdacht eigentlich die ganzen Story-Elemente sind. Na egal. Ist halt bei Sonic so. Kann man nichts dagegen tun. Das Level ist cool. Wobei ich glaube, dass das Level gar nicht ganz so cool war wie das von Sonic. Weil da hat man diese Säulen, ne? Ja, ja, genau, das Level mit den Säulen. Boah. Das mag ich nicht. Die Säulen sind blöd. Dazu kommt dann dieser Sprung-Bug. So. Gib mir das Ding und gib mir das Ding. Und gibt's da hinten irgendwo was? Nee, ich glaube, da gibt's nichts Wichtiges. Ich wollte eigentlich da dran. Genau, ein Stopstyle. Danke sehr. Du krepierst. Und da geht es dran. Nee, ich habe immer Angst, dass die Zentrifugalkraft mich dann von der Säule wegschleudert, wenn ich dazu schnell nach oben gehe. Ja, das ist echt das Level. Danke. Okay, gut, danke. Also hier muss man echt höllisch aufpassen, dass man nichts falsch macht. Ich erinnere mich noch, dass ich hier wirklich eine Zeit lang sagen wir es mal, sehr lange gebraucht habe, bis ich das Level geschafft habe zum ersten Mal. Kann aber auch sein, dass ich damals einfach nur ein sack schlechter Spieler war und das daran liegt. Weil ich im Moment auch nicht viel besser bin. Wobei, ich würde sagen, im Vergleich... Ups. Das war echt... Will ich gerade sagen, dass ich im Vergleich zu den ersten Levels vielleicht ein bisschen besser geworden bin jetzt wieder. Und dann renne ich in den Gegner rein. Das zeugt ja wirklich von meinem unglaublichen Können. So, ist das in der Mitte diesmal wieder? Ja, offensichtlich. Was war denn das? Da kann ich aber nichts für, dass ich da gerade... Ey, geh kacken bitte, okay? Geh kacken einfach. Ey, was? Nochmal. Ich habe nichts gedrückt und ich falle einfach runter. Ich kann nichts dagegen machen. Ja, also ich gehe da nicht nochmal rein. Ich drück da nichts. Eigentlich müsste der mich dann nach unten weiterführen. Sodass ich auf der Linie lande. Aber das macht er nicht. Was ist denn das für ein Abfuck? Ey, das Spiel will mich doch nur verarschen. Ein Leben, okay. Gut, das kann ich mir in Zukunft immer holen an dieser Stelle. Ich muss da tatsächlich durch? Wie soll ich denn das machen? Okay. Ey. Sag mal, das war gerade wirklich unfair. Das ist, was ich unfaires Spiel nenne.
Und das war wieder so ein bescheuerter Doppelsprung. Ja, das ist das größte Problem an diesen Röhren, wenn man die mit dem Doppelsprung kombiniert, der Mist baut. So, lass mich mal hier drauf, bitte. Menschens. Nein, was? Seht ihr, was ich meine? Eine falsche Taste und das Ding buggt rum und man fällt runter. Es ist echt sehr frustrierend, dieses Level. Ich habe nur noch ein Leben. Okay, immerhin hat das jetzt funktioniert. Da dran. Danke sehr. Da hoch, bitte. Okay, gut. Nein! Ja. Hüpf. Attacke und da drauf, danke. Boah, ey. Einfach nur, boah, was soll das? Dann backt das an diesen Kanten von den Säulen auch noch so rum. Du da. So, hier hoch. Und hier hoch. Und dann, ey, was soll das? Mann! Ja, Shadow Creep hier nochmal. Wie soll man das machen? Leben holen? Ich hoffe jetzt mal, dass der hier funktioniert. Okay, der hat funktioniert. Gut. Ja, wahrscheinlich krepiere ich jetzt gleich wieder, weil das Level ist einfach. Ist einfach. Hey, du! Du hast gerade Pech gehabt, deshalb bist du gestorben. Haha. So ist das Level. Zum Beispiel so. Genau so. Ich konnte nichts tun. Ich habe meinen Doppelsprung gemacht und verfehlt. Nochmal. Story. Dark. Überspringen. Final Chase. So, jetzt Eile zu Eclipse kennen. Das will ich auch tun, aber bitte lass das jetzt bitte nicht rumbacken, weil ich möchte nicht unnötig lange Zeit dran verschwenden. Ringe, hinunter. Und pfiu. Der Anfang geht ja noch. Da haben wir noch ein bisschen Boden unter den Füßen. Das ist nicht so schlimm, wenn man da runterbackt. Aber hier gegen Ende wird's echt. Was, zum Beispiel das. Die Verfolgungsattack. Die tut einfach manchmal Scheiße bauen. Und dann. Dazu kommt noch dieser Doppelsprang-Bug. Und der ganze andere Mist. Da hoch, bitte. Komm. Okay, das hat soweit schon mal funktioniert. Das war zum Beispiel wieder sowas, wo ich fast gestorben wäre. Hier hoch. Danke sehr, okay, Speicherpunkt Nummer 1. Jetzt müssen wir noch Speicherpunkt Nummer 2 erreichen. Der dürfte gleich da hinten irgendwo sein. Okay. Ja, da haben wir ihn. Jetzt mit 4 Leben. Und diesmal versuche ich auch dran zu denken, mir jedes Mal das Leben zu holen, bevor ich irgendwo runterhüppe. Weil sonst Game Over und so ist nicht toll. Ja, immerhin können wir uns jetzt hier jedes Mal ein Leben holen. Da war das Spiel fair genug, um zu realisieren, hey, ich habe hier ein paar Bugs, da kriegst du ein paar Leben geschenkt. Seht ihr? Ah. Ja, jetzt habe ich es durch Lenken drauf geschafft, drauf zu kommen, und weil ich dann hüpfen wollte. Okay, das war diesmal meine Droge.